So, herzlich willkommen meine Krieger und Krieger zurück zu Beyond Divinity. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir gehen direkt los. Direkt in die zweite Ebene. Okay, wir kämpfen gerade noch nicht so gut. Der Start ist deutlich holpriger, aber es wird. Wie kann das sein? Das wären ja mehr Pfeile. Laden die sich immer wieder auf, weil man eben was im Inventar hat? Weil es kommt mir so vor, als wären das nicht weniger Pfeile, als wären das immer mehr. Go. Den Zauber, den hat übrigens Ding auch drauf, gell? Samuel, der Arsch. Der Archibald. Go, 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 go. Was ist denn das jetzt? Ich hab doch gesagt Feuerpfeile, mein Lieber. Brauch die mal bitte auf. Braucht kein Mensch. So, weg. Und weg. Schön. Es kann sein, dass ich in der Folge jetzt ein bisschen ruhiger bin, weil ich mich voll darauf fokussieren werde, da durchzuhauen, Freunde. Da besteht jetzt die Möglichkeit. Ich will irgendwie versuchen, diese Ebene in 20 Minuten durchzuballern. Okay, das läuft doch schon mal ganz gut. Eine gute Basis. Dann arbeiten wir uns wieder nach unten durch. Wir machen jetzt denselben Weg wie vorher, weil wir wissen ja, wahrscheinlich wird der Weg in die unterste Ebene an derselben Stelle sein. Daher, let's go. Boah, er haut ihm das Schwert in die Hacken, gell? Ja, unser Damage ist so semi, würde ich behaupten. So. Ja, er ist da, aber wenn ich es jetzt mit dem Todesritter vergleiche, da können wir nicht gut. Es ist, vielleicht liegt es auch an den Feuerpfeilen. I don't fucking know. Schön. Und weiter. Oh, wo kommt er denn her jetzt? Und was will er mit seinen Schmeißfliegen eigentlich? Die Sau. Hier lang. Machen wir erstmal den Weg frei hier. Huh?
Ein Blutritter? Ja, einfach, wenn selbst der einfach kein Gegner mehr ist, gell? Okay. Das könnte jetzt risky werden. Okay, da kommt der zweite Blut. Der ist schon da. Weiter. Gar nicht lange nachdenken, Freunde. Direkt weiter. Warum sind da oben zwei? Das ist Sperrgebiet, Freunde. Das ist Sperrgebiet. Das wurde längst befreit von euch. Von euch Schlawinern. Brauchst nicht meinen, dass sich einer von denen an irgendwelche Regeln hält. Das brauchst du nicht meinen. Weiter, 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 weiter. Okay, ein Knochenschild. Das sieht sogar gar nicht schlecht aus. Ja, die identifizierbaren Gegenstände nehme ich schon immer noch mit. Weil ich da Potenzial drin sehe, dass möglicherweise sich unsere Ausrüstung doch nochmal verbessert. Ich sehe gerade, um ehrlich zu sein, nicht so viel. Ja, komm. Mach dich nicht lächerlich, meine Liebe. Mach dich nicht lächerlich. So. Sehr schön. 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 Ja. Ich hasse hier durch, Freunde. Ich kann nur hoffen, dass wir von der östlichen Seite schon so viele anlocken, dass wir nachher nur noch durchlaufen brauchen. Ja, kein gutes Gefühl dabei. So, jetzt sind wir 10 Minuten drin. Und sind noch nicht ganz unten. Ja, gutes Drittel, würde ich behaupten. Okay. Uah, was ist das denn jetzt? Hä? Stark, Odin. Stark. Einfach mal das Spiel beendet. Och, Freunde, ja, 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 ich bin gleich wieder da. Ich tue gerade nur ein Ding drüber, ein Bild. Ihr wisst ja, mittlerweile zerhaut's mir da. Bei dem Spiel zerhaut's mir alles. Oh Gott, ich. Oh, mich macht das Spiel müde. Okay. Speicherstand ist in Ordnung. Leider. Leider. Gut, dass ich einen stabilen Speicherstand jetzt hatte.
Aber damit habe ich kurz jetzt abgeschlossen. So. Also im Sinne von, ich glaube nicht, dass wir es die Folge noch schaffen. Scheiße, 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 ey. Da rückt man einmal seinen Sitz zurecht und dann sind es solche. Schön. Boah, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es ist wirklich so. Ich bin K.O. Ich bin absolut K.O. von diesem Game. Ich bin jetzt hier so durchgehasselt. Ich war auch sehr ruhig, ich weiß. Ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht, aber... mir geht jetzt so langsam die Luft aus. Und, ja. Es ist leider, wie es ist, Freunde. Das Schöne ist ja, wir sind ja nicht darauf angewiesen. Ich wollte schnell durch. Ich wollte es schnell schaffen. Um meiner Willen, um eurer Willen. Klappt jetzt nicht. Ist aber auch nicht weiter dramatisch. Ist ja jetzt kein Beinbruch. So, okay, dann müssen wir halt nächste Folge wahrscheinlich nochmal 10 Minuten hier rein. Ist dann ja auch in Ordnung. Es sind leider in der Ebene sehr viele von diesen Hammern. Es hängt immer sehr von einzelnen Charakteren ab und ich weiß natürlich jetzt auch, warum wir in den letzten Durchläufen so unglaublich lange brauchten. In den Dungeons. Erstens haben wir alles mitgenommen, sind teilweise wieder zurückgekehrt, um Sachen zu verkaufen. Das haben wir irgendwann abgestellt. Das ist, denke ich, klar. Aber zum Beispiel auch erstens das mit der Zauber von den Magiern. Mit von wegen, du kannst deine Waffe erstmal nicht benutzen. Das kostet Zeit. Dann die Hammer-Dudes, die kosten auch Zeit. Jetzt sind nur noch die Hammer-Dudes da, was sehr angenehm ist. Was uns auch viel Zeit erspart. Aber natürlich, halten die uns trotzdem auf. Die halten uns natürlich trotzdem auf. Immer wieder für kurze Zeit. Das sind Millisekunden. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist jetzt nicht krass viel oder so, aber es summiert sich halt. So, es sind immer so 5 bis 10 Sekunden sowas? Wichtig. Schön, Jungs. Schön. Schön zu sehen, wie ihr zwei damit umgehen könnt. Straight hoch. Es kommt definitiv auf die Gegnerzahl an, Freunde. Definitiv. So. Aber unmöglich ist es nicht. Das hier noch zu schaffen. In welchem Jahrhundert hast du jetzt überlebt, Kollege?
Hier war ich schon oben. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wir haben die eigentlich alle oder den Großteil schon rüber gelockt. Das sollte irgendwie funktioniert haben. Da ist der Eingang. Sehr schön. Mages jucken mich gar nicht. Die sowieso nicht. Da sind die... Also entweder haben wir ganz, ganz spezielle Resistenzen, die einfach dafür sorgen, dass die Zauber von denen uns wirklich gar nichts anhaben. Das ist gut möglich. Oder die sind einfach doch wieder schlechter geworden. Und weiter. Was ist da denn da drüben? Nee. Weiter, 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 weiter. I wanna weiter, 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 weiter. Let's go. Schnell! Ah. Haltet die Fresse, verpisst euch und sterbt. Ganz einfach. Ist nicht so schwer, Mäus. Mei, durch die Wand durch. Sie müssen mir jetzt aber auch wirklich nochmal überall diese Hammer-Arschgeigen hinballern, oder? Das muss jetzt sein. Um mich nochmal richtig zu ärgern. Um dafür zu sorgen, dass ich das auf gar keinen Fall schaffen kann, zeitlich. Im Zweifelsfall habe ich gesagt, überziehe ich 5 Minuten, ne? That's it. Go. Go, 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 Freunde. Das machen wir jetzt noch. Das Dungeon. Let's go. Nimm's mit. Wir brauchen's ganz dringend. Und los. Da ist der Andromam. Da haben wir gar keine Quest dazu, zu dem Andromam. Ist down. Und da ist der Kilab. Anscheinend stimmt es wirklich. Anscheinend stimmt es wirklich, dass es kein Schlüssel für den letzten Ding gibt, für das letzte Dungeon, weil wir haben jetzt theoretisch alle Quests abgeschlossen. Nee, ich gehe jetzt noch bis 5 nach. Ich laufe jetzt noch zum letzten Eingang und schaue das nach.
Ui, ich bin K.O. Ich bin K.O., Freunde. Wir haben es hinbekommen. Und wenn es so ist, wie ich denke, haben wir alle Schlüssel gefunden. Also gut, wir haben alle Schlüssel gefunden. Können wir nichts dafür, wenn da irgendwie ein Schlüssel im Spiel fehlt. Und das war das, was ich gelesen habe. Genau. Jetzt backelst du noch ein bisschen vor dich hin, am besten die ganze Strecke, damit wir es auf keinen Fall bis zum letzten Eingang schaffen. Boah, ich bin ein bisschen nervös. Es würde mich irgendwie frustrieren, wenn der Eingang offen wäre. Ja gut, eine Chance auf einen weiteren Aufstieg haben wir wirklich nicht mehr. Ich weiß, das habe ich jetzt schon sehr oft gesagt, aber dieses Mal glaube ich es wirklich. Hier lang. Ist der falsche Weg. Und wahrscheinlich ist es das nächste Mal nur noch so eine Abschlusssequenz. Die Frage ist, ob in Rivellon noch irgendetwas passiert oder ob das einfach dann die Endsequenz ist. Ach, so ein Dreck. Okay, Freunde. Die bittere Pille müssen wir schlucken. Es gibt noch einen Eingang, der letzte. Also, es fehlt anscheinend ein Schlüssel. Aber mit dem können wir quasi beide anderen Eingänge öffnen. Ja. Da müssen wir jetzt durch. Das letzte Dungeon. Wird wahrscheinlich nochmal 2 Folgen in Anspruch nehmen, wenn nicht sogar 2,5. Je nachdem, wie schnell wir da durchkommen. Und dann eben noch Abschluss. Ich freue mich auf nächste Woche, meine Lieben. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.